So, weiter geht's mit der nächsten Runde auf Mistralia. Heute wird weiter gelevelt. Heute wird weiter gelevelt, Punkt. Das war jetzt gerade falsch betont. Ja, ich habe hier irgendwie eine Menge Amplis. Ich weiß nicht, also ich habe aus diesem Dungeon nicht so viele gedroppt. Ich glaube, die droppen auch noch aus anderen Dungeons. Bin ich aber nicht dagegen. Ich habe gerade noch gesehen, ich habe eine Mail bekommen. Ein YouTube-Badge. Finde ich cool. Danke dafür. Da dachte ich so, oh, dieses komische, hässliche Herz-Badge da. Kriegt er was Ordentliches. Perfekt, okay. Ich habe 7 Pairien gemacht mit Dramnok. Ich habe 39 Runs offscreen gemacht. Ich will jetzt nicht extra das Ding raussuchen, ich bin zu faul. Okay, kurz rebuffen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und... Blöd. Sind Dinge handelbar? Warte mal, ich muss gerade. Ich bin gerade. Wie oft? 5-mal. 5-mal 15 ist nicht gut, aber egal. 1 bis 75? Wow. 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 Okay, ich muss aber auch. Direkt kommt die Kritik. Ich muss sagen, ist schon ein ziemlicher Design-Flaw irgendwie. Denn man muss ja bedenken, man farmt diesen Dungeon auf 75. Ja, man kann auch ein bisschen früher farmen, aber die meisten farmen den wohl mit 75 wahrscheinlich. Das ist nicht unbedingt gerade klug gelöst in meinen Augen. Ich meine, ich kann das Master nochmal nutzen. Ja, aber... Ich denke trotzdem nicht, dass das jetzt das ist, was man dort machen will. Man will es nutzen, nachdem man es direkt gedroppt hat. Und auf Mars hat man dann vielleicht wieder andere Chancen und andere Möglichkeiten und so. Deshalb, in meinen Augen nicht gut gelöst zumindest. Aber ja, ich meine, kann man immer noch verbessern oder irgendwie anpassen und so weiter. Ja. Genau, Streamer-Titel gibt es ja auch. Das habe ich noch nie gesehen bisher. Das hatte, glaube ich, keinen Server, den ich gespielt habe. Auch mal was Neues. 16k AOE-Damage mache ich. What? 16k. Ich bin auf pur... Ja, nicht pur STA, aber so fast pur STA. Also ich habe nur STA und STA geskillt. Alter. So viel? Ich bin verwundert. Autostat im Aktuell auf STA. Wir könnten auch Int-Autostat, wir haben wirklich 3 Stats geskillt und ich glaube, das ist auch nicht geil. Okay, also nein, Ringmaster Stark, nein, nein. Oh. Och man, okay. Na gut, 86 reicht, wir machen wie viel Damage? Wir machen 17,7k Damage, holy moly. Ich will gerade mit WASD und F-Tasten leveln. Oder noch besser mit Controller. Aber mein Controller ist gerade nicht, habe gerade nichts aufgebaut dafür und habe auch das Programm nicht installiert und so. Ein bisschen blöd. Ah, yo, warte mal, was ist eigentlich der nächste Stop? Wie weit leveln wir? 90? 95? Hernios. Wait, what? Hä? Warte mal, ich bin schon wieder... 95 droppen wir die 90er Sets. Ach, also Maß... Oh Gott. Ne, hier. 105 droppen wir auch noch die 90er Teile. Ist das korrekt? Ja, okay. Sandbriss, weiß ich nicht, was das hier für ein Zeug ist. Keine Ahnung. Glockworks könnte man auch noch farmen. Yep. Shroom Dungeon ist angeblich ganz wichtig. Da droppt man 105er Sets und 105er Waffen und bla bla bla. Okay, gut. Das heißt, ich hab's vergessen. Was, 90 oder 95? 95, okay. Also 95 können wir mal definitiv machen. Und ich meine, Euprese ist ein sehr einfacher Dungeon. Und ich bin dafür, dass wir ihn einfach farmen. Gibt's noch Waffen dafür? Ne, keine Euprese-Waffen. Na gut, okay. Ach ja, ich habe übrigens hier noch... Warte mal, was?
bin gerade verwirrt. Habe ich gerade das Inventar sortiert? Habe ich das gerade unterbewusst gemacht? Ich bin verwirrt. Egal, nicht wichtig. Auf jeden Fall, ich habe noch ein paar coole Teile gedroppt. Ein Legendary Alex-Helm zum Beispiel, der ziemlich gut ist. Ich meine, 5% HP, 5% All-Stats, 5 All-Stats. Ist schon nice to have. Könnte man sich überlegen, ob er den nutzt. Allerdings habe ich nur 3 Teile und keine 4. Das heißt, das Ding ist jetzt leider auch nicht so die Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also halt ohne letzten Set-Teil bringt uns das halt leider nichts, sozusagen. Und ja, genau. Mehr. Ich will alle. Zu mir. So, 53%, 60%, 88%, 98% und 0%. Let's go. Warum sinkt mein HP eigentlich gerade? Ach nee, okay, war gerade wegen Ding. Okay, never mind. Alles bestens. 34,8 KHP. AOE-Damage steigt weiter. Wir könnten auch schon zu den nächsten Mobs gehen. Ja. Ich muss es sagen, so kann man arbeiten. Ringmaster, der Ampli aktiv, kriegt aber gerade nicht so viel XP leider. Noch nicht, kommt aber gleich noch. 51% beim Pet habe ich auch schon. Alter, wenn ich das Pet hier mal leveln könnte, holy shit. Ich muss das halt auf 1, 3, 5, 7 bringen, bevor es halt Level Up geht. Aber wenn wir das haben, dann ist alles vorbei. Genau, ach ja, und wir müssen natürlich unser Crafting-Level noch hochkriegen, ist leider auch ein Problem. Ja, also ich hoffe, dass wir jetzt halt mal genug Zeug droppen. Aber ich glaube, wir leveln fast zu schnell, als dass wir da genug Zeug droppen könnten. Was ein bisschen ein Problem ist, sagen wir mal so. Ja, die Drops sind echt recht angenehm eigentlich. Gut, ich meine, wenn wir Level 9 erreichen, könnten wir natürlich auch einfach die ganzen anderen Set-Teile scrappen, diese höher leveligen. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, die wir nutzen könnten oder sollten. Und ja, Level 90er Set wird natürlich nochmal um einiges geiler dann. Ich meine, die Effekte sind viel besser. Wir können uns auch vielleicht ein 101-Set aufbauen oder so. Wobei ich sagen muss, ich meine, mit einem Lusaka-Knackel braucht man eigentlich nicht unbedingt einen 101-Set. Also generell, Flife ist halt so gestrickt, dass man eigentlich, also der Vorteil, der Damage-Vorteil durch einen Ulti-Knackel ist eigentlich fast genauso groß, als wenn man einen plus 3er Knackel nutzt. Und stattdessen einen Damage-Set. Und auch die ganzen Damage-Effekte und so weiter machen gar nicht mal so viel aus. Also, selbst wenn das Ding 5% Attack bringt und sonst noch irgendwie ein bisschen was und so. Also, die Waffe in Flife macht wirklich extrem viel aus. Natürlich, Set und so macht auch viel aus, aber ich finde nicht so arg viel. Also, außer man erweckt es halt wirklich richtig ordentlich, dann ja. Aber ich meine, wenn man halt jetzt Solo Dungeons farmt, dann braucht man halt eigentlich eh nur ein AOE-Set. Und ich meine, wenn wir jetzt gerade leveln, dann leveln wir eh auch AOE. Das heißt, ja, ist halt jetzt nicht so wirklich ausschlaggebend, finde ich. Okay, da sind wir am nächsten. Die sind irgendwie verdammt klein gefühlt. Hier ist jemand gestorben. Who is that? Ich glaube, es war ein Prinz. Jo, Alter, der Damage ist immer übel. Also ich muss sagen, AOE-BP mit Lusaka Knuckle ist... Das ist echt anders krass. Natürlich, wir haben jetzt unser Equipment schon ordentlich aufgebaut und wir haben auch schon dieses krasse CS-Set und wir haben den... wir haben natürlich auch haufenweise Power-Ups und wir haben den Umhang haben wir noch. Was haben wir noch alles? Wir haben sehr viel, wir haben auch das krasse Schild und so weiter. Das macht natürlich jetzt schon enorm viel aus. Also hier allein, ich meine, überlegen, was es hier bringt. Und Magical Power, glaube ich, dürfte auch nochmal sehr krass auf den AOE-Damage skalieren. Das heißt, auch dadurch haben wir ungewollt und ungeplant sehr viel Damage eigentlich rausgeholt. Okay. Ich gehe automatisch ins Chatfenster, okay.
Oh, ja. Kommt her. Ich weiß, die Kamerasicht ist gerade ein bisschen blöd, leider. Ich müsste, glaube ich, mal mit Controller spielen. Vielleicht, wenn ich dran denke, setze ich das Ganze mal fürs nächste Mal auf. Andererseits, ja, ich meine, wenn man ein bisschen von oben reinschaut, das geht eigentlich, oder? Also, ich meine, für längere Level-Sessions und so, klar, aber da die jetzt gerade noch nicht direkt anstehen, würde ich jetzt mal behaupten, nicht unbedingt notwendig, oder? Ist das notwendig? Keine Ahnung. Ich meine, klar, man kann sich halt zurücklehnen, man kann sich ins Bett legen und so weiter, aber das Ding ist halt, wenn ich halt aufnehme, dann kann ich halt eh nicht mich ins Bett legen oder so, weil geht halt nicht. Von dem her, ja, die tatsächlichen Vorteile sind halt dann echt sehr überschaubar, leider. Level 89, schön. Ringmaster 81, by the way. Wir haben immer noch 5k Attack, by the way. Wie sieht's aus mit der Def? 1,7k Def, 412 STA. Ja, 35k HP. Ohne Power-Ups. Auch ohne STA-Pad, by the way. Muss man auch mal dazu sagen. Das haut schon gut rein, ehrlich gesagt. Ja, also so macht das ja schon Spaß. Jo. Wir haben schon wieder 19% erreicht. Wie schnell hat es wieder einfach mal leveln? Das ist krass. Und wir haben nur ein einziges Amplian. 77%. Das waren einfach gerade 60% für eine AOE. Das ist heftig. Ich habe jetzt gerade ganz vergessen, wie die Rates sind, aber ich glaube, es war irgendwie so Low bis Mid-Rate oder so. Also Mid-Rate, ja, es eigentlich, also es trifft es eigentlich ganz gut. Und natürlich muss ich auch dazu sagen, wir können es nur so entspannt leveln, weil wir halt diese Lifestyle-Glyphe haben. Wir brauchen hier keine Sorgen haben, dass wir irgendwie down gehen oder so, dass wir irgendwie, was weiß ich, hat absolut nicht der Fall. Ich meine, wir könnten wahrscheinlich ganz das Spawn nehmen. Ziemlich wahrscheinlich, ja. Die ganze HP droppen halt nicht mal oder so. Kriegen pro Level ab 700 HP mit dazu. Ist schon ganz ordentlich. Level 90 haben wir erreicht, by the way. Ja, die Richtung ist auf alle Fälle schon mal sehr richtig. Könnten eigentlich jetzt schon fast zu den 103er gehen. Auch wenn das jetzt wirklich total utopisch klingt, aber ja, wir könnten theoretisch 13 Level drüber überleben wir halt wirklich. Das ist halt übel. Und ich meine, es ist gar nicht mal so jetzt wegen dem Lifesteal. Ich meine, wir könnten auch einfach Dauer healen und es hat einfach den gleichen Effekt. Sondern erstens mal die Death-Rate von 1700 ist natürlich schon mal recht übel. Zusätzlich muss man was sagen, ist eigentlich die Mini-Block-Rate von ja, unsagbaren 35% ist halt einfach Game-Changer. Also, die Blockrate macht halt hier eigentlich in meinen Augen das meiste aus. Man müsste mal überlegen, angenommen wir haben hier irgendwie 100 Mobs drauf, was wir jetzt halt nie zusammenkriegen würden, dann werden halt einfach mal ja, 35 Hits dann geblockt jedes Mal. Das heißt, wir haben effektiv nur 65 Mobs drauf. Natürlich, Block-Damage und so ist natürlich auch hoch und so, ja klar, aber effektiv, statt 100 Mobs sind es dann wahrscheinlich so 75 Mobs oder so. Das ist halt schon übel. Ich meine, wir killen die Mobs auch wirklich 0, nichts, also. Ey, diese Stuffs sind echt cool mit ihrer Geschwindigkeit, was die da drauf haben und so. Gefällt mir. Also ich vermute mal, bis 95 könnten wir gerade so mal Level 9 erreichen. Dann könnten wir die 75er Set-Teile schreddern. Was ich auch machen werde, weil das Geld ist mir aktuell wenig wert, leider. Und lieber investiere ich das Ganze da rein. Macht einfach mehr Sinn, in meinen Augen. Genau.
Und ja, das ist momentan unser Plan. Und dann müssen wir natürlich auch unser Schmuckset mal schnell upgraden auf die nächste Stufe. Dafür brauchen wir Level. Blacksmith. Ah, wo haben wir das Zeug denn? Hier. Nee, Almighty. Vitra. Ist 75. Wait. Oh mein Gott, wir könnten das schon längst machen. Wir brauchen nur Level 8 dafür. Level 8 haben wir sogar. Oh wow. 1051 HP von 900 HP. 125 Def von 100 Def. Ja, okay. Ja, gut, okay. Ich meine 20. Also 50 Def, 250 HP und 20 STA mehr. Nimmt man natürlich mit und so, klar, absolut. Aber die Welt ist es halt trotzdem nicht. Genau hier, ich meine, was brauchen wir dafür? Ah, wir brauchen das sowieso, okay, ja gut. Oh, da müssen wir was sehr, sehr viele Sachen schreddern. Holy moly. Na, da bin ich mal gespannt. Genau. Ich denke mal, das 90er Set lohnt sich dann schon ein bisschen mehr auf alle Fälle. Aber interessant wird es eben dann auch erst mit dem Set-Effekt, weil ich meine, hier haben wir aktuell wie viele Teile? Wo steht denn hier? 9 von 11. 9 von 11 bedeutet, wir haben fast alle Effekte, bis auf einen. Den XP-Effekt haben wir jetzt gerade nicht dabei. Das ist, glaube ich, blöd, oder? 15%. Sollten wir den EXP-Effekt noch mitnehmen? 10 von 11. Jetzt haben wir den EXP-Effekt. Oh, Breeze ist online. Uiuiui. Ja, jetzt haben wir gleich 30% mehr EXP. Super. Allstats 25. Wie viel haben wir jetzt mit dem anderen Schild dann theoretisch? 8 und 3. Okay. Nice. Danke, danke für den. Für die Skills, für die Buffs. Nimmt man sehr gern mit. Jetzt habe ich gar nicht auf die XP geachtet, leider. Ja, bisschen anpassen hier. Ja, also ich versuche, dass ich dann zum nächsten Mal halt mit Ding level mit Controller. Das ist, glaube ich, auch zum Anschauen um einiges angenehmer. Ja, wobei. Controller. Das hat sich ja so viel rumgedreht und so wie hier halt dann auch. Ja. Aber ist, glaube ich, trotzdem angenehmer. Sollte angenehmer sein. So, 69%, 95%, 12%, 13%. Ja, das haut jetzt schon ziemlich gut rein, ehrlich gesagt. Holy shit. Warte mal, 92, wir können dann eigentlich zu den. Wie dann nehme ich auf? Ich nehme 18 Minuten auf. Wir bleiben noch hier. Eine AOE machen wir noch, dann hören wir auf. Nächste Folge nehme ich dann beim nächsten Mal auf. Wir haben hier 16.10 Uhr. Ja, ich will es gar nicht aussprechen, aber ich habe nicht Mittag gegessen, ich habe nicht mehr Zähne geputzt. Das ist traurig. Aber ja, so ist es manchmal. Ich habe gerade noch ein anderes Video gemacht. Ein 3D-Druck-Video kommt auch bald oder vielleicht sogar davor, ich weiß es nicht. Ich habe dann so viele Projekte am Laufen und Videos und Videoideen und Hobbys und Freunde und ich habe einfach zu viel. So, 83 auf dem Ringmaster ist erreicht. Genau. Naja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.